In Hattenhofen in Baden-Württemberg ist ein FDP-Politiker in seiner eigenen Wohnung angeschossen worden. Nach Angaben der Polizei soll der Schütze von außen durch ein Fenster in die Wohnung des 65-Jährigen geschossen haben. Das Opfer sei Landwirt und Politiker des Kreistages im Landkreis Göppingen. Laut Bild soll es sich um den FDP-Lokalpolitiker Georg Gallus Jr. handeln. Der Mann sei in eine Klinik gebracht und operiert worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Polizei hat eine Sonderkommission gebildet. Diese soll auch prüfen, ob es einen Zusammenhang mit weiteren Schüssen in Baden-Württemberg gibt. Bei diesen Schüssen in anderen Teilen des Bundeslandes wurden zuletzt weitere Menschen verletzt.